Herzlich willkommen zum ersten Teil meines Mini-Meditationskurses, in dem ich dir zeige, wie du deine Widerstände gegen die Angst fallen lassen kannst und die Angst endlich akzeptieren und annehmen kannst. Im heutigen Teil möchte ich dir erstmal die wichtigste Grundlage zeigen, denn auf dieser Grundlage baut der gesamte Kurs auf. Diese Meditation ist absolut essentiell für die kommenden Meditationen. Also unbedingt von Anfang bis Ende mitmachen, denn heute legen wir den Grundstein für deine Achtsamkeit und deine Akzeptanz. Wollen wir direkt loslegen? Dann setz dich bequem hin, auf einem Stuhl, frei auf dem Boden oder auch auf dem Sofa, aufrecht, aber nicht verkrampft, die Augen geöffnet. Eine aufrechte Sitzposition verhindert, dass du während der Meditation einschläfst. Ich gebe dir jetzt einen Moment Zeit, dich bequem hinzusetzen. Denk dran, Rücken gerade, aber nicht verkrampft, Hände einfach locker auf die Oberschenkel legen oder locker ineinander legen. Schließe deine Augen und alles, was ich jetzt von dir möchte, ist, dass du atmest. Ein durch die Nase und aus durch die Nase. Ein und aus. In deinen Bauch und nicht in die Brust. Zur Hilfe kannst du eine Hand auf deinen Bauch und eine auf deine Brust legen. Wenn du jetzt einatmest, sollte sich der Bauch nach außen wölben. Fühle, wie die Luft durch deine Nase strömt. Fühle die Bewegung im Bauch. Ein und aus. Beim Einatmen wölbt sich der Bauch nach außen. Beim Ausatmen zieht er sich zurück. Ruhig, ohne etwas verändern zu wollen. Atme ein und atme aus. Nimm deine Atmung bewusst wahr. Die Bewegung, die damit einhergeht und wo diese Bewegung zu spüren ist. Es ist ganz normal, dass Gedanken aufkommen. Wenn du merkst, dass du an diesen Gedanken festhängst und von diesen mitgezogen wirst, bring deinen Fokus zurück zur Atmung. Atme ein und atme aus. Ganz ruhig und entspannt. Nimm die Bewegung im Bauch wahr und das Gefühl, wie die Luft durch deine Nase zieht. Ruhig durch die Nase ein und ruhig wieder durch die Nase aus. Welche Bewegung macht der Bauch beim Einatmen und welche beim Ausatmen? Beobachte, ohne etwas verändern zu wollen und ohne zu bewerten. Wenn Gedanken aufkommen, beobachte, ob diese von selbst weiterziehen. Wenn ja, lass sie weiterziehen. Wenn nicht, komm zurück zur Atmung. Nicht auf einen inneren Dialog einlassen. Nicht bewerten. Gedanken sind nicht gut oder schlecht. Es sind einfach nur Gedanken mit einem bestimmten Inhalt. Und dieser Inhalt ist weder gut noch schlecht.
Vielleicht unterscheidet sich der eine Gedanke stark von dem anderen. Das sagt aber nichts über seine Wertigkeit aus. Wenn dich der Gedanke mitzieht, komm zurück zur Atmung. Atme ein und atme aus. Und lass die Gedanken weiterziehen. Beobachte deinen Körper und die Bewegungen, die durch deine Atmung hervorgerufen werden. Versuche nichts daran zu verändern, sondern beobachte nur. Wenn dich Gedanken mitziehen, dann komm zurück zur Atmung. Werde vom Denker zum Beobachter. Egal wie sich diese Gedanken äußern, ob es eine innere Stimme ist oder Bilder, lass sie kommen und lass sie wieder gehen. Viele Gedanken drehen sich um die Zukunft oder die Vergangenheit. Die Zukunft existiert noch nicht und die Vergangenheit existiert nicht mehr. Es gibt nur diesen Moment. Jetzt. Und deine bewusste Atmung bringt dich in diesen Moment zurück. In den einzigen Moment, der wirklich existiert. Jetzt. Lass Gedanken aufkommen. Und lass sie von allein wieder gehen. Komm zur Ruhe. Und atme. Ein. Und aus. Ruhig. Und entspannt. Sobald du merkst, dass du dich auf einen inneren Dialog eingelassen hast, komm zurück zur Atmung. Spür die Bewegung im Körper, die mit der Atmung einhergeht. Komm zur Ruhe. Atme. Ein durch die Nase und aus durch die Nase. Spüre, wie die Luft durch deine Nase strömt und die Bewegung in deinem Bauch hervorruft. Ruhig und entspannt atmen. Nichts verändern. Nichts bewerten. Sondern einfach nur beobachten. Nicht auf einen inneren Dialog einlassen.
Lass die Gedanken einfach vorbeiziehen. Wahrnehmen, dass es einfach nur ein Gedanke ist, der kommt und geht, wenn du ihn lässt. Atme ein und atme aus. Sobald du merkst, dass du von einem Gedanken mitgezogen wirst, komm zurück zur Atmung. Komm zurück ins Jetzt. Manchmal ziehen dich Gedanken nur kurz mit und manchmal etwas länger. Das ist völlig in Ordnung. Nicht bewerten, sondern einfach nur beobachten. Komm zurück zur Atmung. Atme ein und aus. Spür die Bewegung in deinem Körper, die durch die Atmung hervorgerufen wird. Wie sich dein Bauch beim Einatmen nach außen wölbt und wie die Luft durch deine Nase strömt. Versuche nicht etwas zu verändern und bewerte nicht. Beobachte deine Atmung und beobachte die Bewegung. Wenn du merkst, dass sich Gedanken mitgezogen haben, dann komm zurück zur Atmung. Atme ein und aus. Ruhig und entspannt. Nimm deine Atmung bewusst wahr. Und nimm die Bewegung wahr, die durch deine Atmung hervorgerufen wird. Ohne zu bewerten und ohne etwas verändern zu wollen. Es ist völlig normal, wenn Gedanken aufkommen. Lass sie kommen und lass sie von allein wieder gehen. Wenn sie nicht gehen wollen und dich mitziehen, komm zurück ins Jetzt. Komm zurück zur Atmung.
Fühle, wie die Luft durch deine Nase strömt und sich der Bauch beim Einatmen nach außen wölbt. Atme ein und atme aus. Durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Nimm deine Atmung bewusst wahr und die Bewegung, die durch die Atmung hervorgerufen wird. Wenn dich Gedanken mitziehen, dann komm zurück zur Atmung. Ruhig und entspannt. Ohne etwas verändern zu wollen und ohne zu bewerten. Werde vom Denker zum Beobachter. Atme ein und aus. Wenn du merkst, dass du dich auf einen inneren Dialog eingelassen hast, dann fokussiere dich wieder auf deine Atmung und komm zurück in den jetzigen Moment. In den einzigen Moment, der wirklich existiert. Jetzt. Atme ein und aus. Ganz ruhig und entspannt. Fühle, wie die Luft durch deine Nase strömt und wie sich dein Bauch beim Einatmen nach außen wölbt. Ein und aus. Du kannst deine Augen jetzt wieder öffnen, aber atme ruhig und entspannt weiter. Durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. In den Bauch hinein. Nur beobachten und nicht bewerten. Diese Stelle ist besonders wichtig, denn sie ist die Schnittstelle zwischen der Meditation und dem Alltag. Und während du weiteratmest und weiter beobachtest, möchte ich noch ein paar abschließende Worte loswerden. Auch wenn diese Meditation für dich vielleicht etwas stumpf wirkt, ist genau das der wichtigste Trainingsprozess. Gedanken kommen und gehen lassen, ohne daran festzuhalten. Und wenn du merkst, dass du an Gedanken festhältst, wieder zurück zur Atmung zu kommen. Die Atmung ist der beste Ankerpunkt,
da er dich jederzeit zurück in den jetzigen Moment holen kann und du deine Atmung immer dabei hast. Du kannst diese Meditation gerne so oft wiederholen, wie du möchtest. Es ist wichtig, dass diese Grundlage perfekt sitzt, denn darauf baut alles auf. Morgen geht es weiter mit Teil 2 des Kurses, in dem wir uns auf die körperliche Ebene der Angst begeben, denn das ist das zweite wichtige Puzzleteil, um die Angst akzeptieren und loslassen zu können. Wenn du Teil 2 nicht verpassen willst, dann klick jetzt einfach auf Abonnieren, klick die Glocke an und schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie du diese Meditation fandest. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Meditation profitieren würde, dann teile dieses Video doch einfach. Und dann erwarte ich dich morgen zum zweiten Teil der Meditation. Bis dann!